Hi und ganz herzlich willkommen zurück beim Nordbewusst-Podcast, dein Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich zeige dir, wie du dir das skandinavische Lebensgefühl und das Hygge-Gefühl nach Hause holen kannst. Und heute sprechen wir mal darüber, wie du dir Skandinavien nach Hause holen kannst. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hier ist heute so ein richtiger Herbsttag. Es ist total trüb und grau und nass und vor allem auch sehr, sehr kalt. Also perfektes Wetter, um sich jetzt hier drin gemütlich zu machen. Ich war aber tatsächlich gerade schon eine große Runde draußen spazieren. Mittlerweile mag ich das nämlich total gerne, bei so einem Wetter rauszugehen, weil ich einfach die frische und klare Luft total genieße. Und so bin ich also eben eine große Runde draußen gelaufen, und zwar ohne meine Karteikarten und ohne mein Handy, also ohne Musik zu hören. Also einfach nur ich alleine bin eine Runde durch den Herbststurm da draußen gestiefelt, und es war richtig, richtig schön und perfekt, um wieder klare Gedanken zu fassen und den Kopf einmal durchzulüften quasi. Und jetzt, wo ich wieder hier bin, habe ich es mir richtig schön gemütlich gemacht. Ich habe mir ein paar Kerzen hier angezündet und habe mir wieder einen Pumpkin Spice Latte gemacht. Den trinke ich im Moment nur noch. Also sprich, ich mache mir meinen Kaffee einfach mit ein bisschen Kürbisgewürz. Das habe ich beim DM gekauft letzte Woche. Und weil ich ab und zu Nachrichten bekomme, wie ich den mache, ich mache da einfach ein bisschen was in die warme Milch und schäume den dann mit auf. Oder gebe es einfach ein bisschen was davon in den heißen Kaffee und rühre es mit runter. Also je nachdem, wie du deinen Kaffee am liebsten trinkst, geht das so oder so. Und ich genieße das aktuell total und komme damit total in Herbststimmung. Und ich weiß auch nicht, schmeckt mir richtig gut momentan. Deswegen habe ich mir jetzt gerade wieder einen gemacht und genieße den jetzt hier zusammen mit meinem Kater Edgar. Der liegt nämlich wieder neben mir und schlummert. Das ist anscheinend unsere kleine Podcast-Routine, die ich sehr, sehr gemütlich finde. Und ich hoffe, du kannst dir es auch ein bisschen gemütlich machen. Ich freue mich immer total, von dir zu lesen, wo du meinen Podcast hörst, und muss an dieser Stelle auf jeden Fall auch nochmal ein großes Danke loswerden, weil ich so viele liebenswerte und ermunternde und, ich weiß nicht, so richtig liebevolle Nachrichten auf Instagram bekomme, wie gut dir der Podcast tut und wie gerne du ihn in deine tägliche Routine mit einbaust. Und das ist immer richtig schön zu lesen, wo du meinen Podcast hörst. Ich habe ja letztes Mal schon erzählt, dass viele ihn beim Gassigehen hören. Jetzt heute habe ich eine Nachricht bekommen, dass mein Podcast auch gerne beim Frühstücken gehört wird oder beim ersten Kaffee morgens oder auch beim Spazierengehen, da höre ich auch total gerne Podcasts, oder beim Joggen sogar. Also richtig cool, und vielen, vielen Dank für deine lieben Nachrichten, für die Bewertungen auf iTunes. Das ist immer so schön zu lesen, und auch vielen, vielen Dank für die ganzen Empfehlungen, also dass ihr mich so fleißig in euren Stories teilt auf Instagram. Das ist richtig, richtig schön und macht mich sehr, sehr glücklich. Also vielen Dank von Herzen. Ich freue mich total, dass dir der Podcast gefällt und du wieder mit dabei bist. Also wo auch immer du ihn gerade hörst, atme tief durch, mach's dir gemütlich und hab eine schöne Zeit mit mir. Wir sprechen ja heute, wie gesagt, darüber, worüber der Podcast auch eigentlich geht, und zwar, wie du dir Skandinavien nach Hause holen kannst. Ich habe mir da nämlich so ein paar Dinge überlegt, die ich so integriert habe, um gegen mein Fernweh anzukämpfen. Wahrscheinlich geht es dir vielleicht auch so wie mir, ich weiß nicht. Ich war jetzt nämlich schon länger nicht mehr in Skandinavien, leider. Ich glaube, das letzte Mal war tatsächlich, als ich in Oslo war, und das war vor 3 Jahren, oh Gott, ich glaube vor 2 oder 3 Jahren, also viel zu lange war ich schon nicht mehr dort und habe dementsprechend unendlich großes Fernweh. Also im Moment zerreißt es mich förmlich, und um dem entgegenzuwirken, habe ich mir nämlich ein paar kleine, ich weiß nicht, Routinen und Dinge hier in meinen Alltag einfließen lassen, damit ich mir Skandinavien eben einfach nach Hause holen kann und somit nicht mehr so schlimmes Fernweh habe. Und falls es dir genauso geht, dann ist ja vielleicht heute der ein oder andere Tipp
dabei. Vielleicht hattest du ja auch das Glück und konntest dieses Jahr nach Skandinavien reisen. Ich habe bei vielen gesehen, dass sie in Schweden waren vor allem. Das stelle ich mir auch richtig schön vor, im Sommer da einfach mal an so einen See zu fahren und da den Sommer zu genießen. Und ja, da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Also je nachdem, ob du da warst oder nicht, hoffe ich, dass die Folge dir ein paar Inspirationen gibt, wie wir ein bisschen unser Skandinavien-Fernweh stillen können. Und mein erster Tipp wäre da auf jeden Fall, die Sprache zu lernen. Vorausgesetzt, du hast auch Interesse daran, die Sprache zu lernen oder möchtest es sowieso gern mal machen, dann kann ich auf jeden Fall empfehlen, dir die Sprache rauszusuchen, die du oder von dem Land, von dem du am liebsten die Sprache sprechen möchtest. Ist eigentlich total egal, welches Land du da wählst. Ich habe dazu auch schon mal eine komplette Folge gemacht. Also wenn du Tipps zum Sprachenlernen haben möchtest, dann hör da einfach gerne mal rein. Da habe ich auch drüber gesprochen, welche Sprache am leichtesten zu lernen ist, wobei keine der skandinavischen Sprachen wirklich schwer ist, mit Ausnahme von Finnisch. Aber ja, also falls du da noch Tipps haben möchtest, dann hör da gerne mal rein. Jedenfalls finde ich nämlich, dass es das Fernweh enorm stillt, wenn man eine Sprache lernt, beziehungsweise die Sprache von dem Land, das man am liebsten mag, sage ich jetzt einfach mal so. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Schwedischkurs denke oder auch an meinen Norwegischkurs, da habe ich so, so tolle Menschen kennengelernt und es war immer so eine richtige Hygge-Auszeit, wenn man sich dann einmal die Woche getroffen hat und eben jetzt beim Schwedischkurs zum Beispiel auf Schwedisch über Schweden gesprochen hat. Und das war einfach wie so eine kleine Bubble, in der man da war und hat dann halt einfach 2 Stunden in der Woche konnte man total abdriften und hat neue Sachen gelernt. Und ja, ich weiß auch nicht. Also es war eine richtig schöne Zeit und ich möchte auch auf jeden Fall nächstes Jahr einen Dänischkurs besuchen. Den muss ich wahrscheinlich online absolvieren, weil ich keinen Dänischkurs gefunden habe hier in der Nähe, der mein Niveau quasi anbietet. Aber ich würde vorschlagen, du schaust einfach mal, was es bei dir so in der Nähe gibt. Vor allem Universitäten sind da eigentlich immer ein ganz guter Anlaufpunkt, wobei ich nicht weiß, ob man da einfach so reinkommt. Aber schau einfach mal, was es so für Sprachkurse bei dir in der Nähe gibt. Und dann kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, einen zu besuchen, weil man lernt da logischerweise dann ganz viele Leute kennen, die sich für das Gleiche interessieren wie du. Und ich finde, das ist eine richtig schöne Sache und man kann sich dann richtig schön austauschen und vielleicht neue Bekanntschaften knüpfen. Und ja, deswegen wäre das so mein erster Tipp, die Sprache zu lernen. Oder falls du vielleicht ein Buch auf der Sprache hast oder so, oder bei deinem nächsten Urlaub, dass du dir da eins mitnimmst, dass du auch einfach ein Buch auf der jeweiligen Sprache liest. Oder natürlich auch einen Film oder eine Serie auf der jeweiligen Sprache hörst. Oder beziehungsweise dir generell Serien aus Skandinavien anschaust. Also du musst die ja nicht in der Originalsprache hören. Es reicht ja schon, wenn du einfach die Umgebung da siehst und die Namen hörst und ja, so dieses ganze Skandinavien-Feeling mitbekommst. Ich habe ja schon gesagt, dass ich total in Weihnachtsstimmung bin. Deswegen freue ich mich jetzt schon total auf die Serie Hjem til Jul. Das ist so eine Serie, die spielt in Norwegen. Ich glaube in Trondheim, aber ich bin mir nicht sicher. Gerade aus dem Kopf. Also auf jeden Fall spielt sie in Norwegen. Und es ist eine total schöne Serie, die total dieses ganze Norwegen-Feeling übermittelt. Und so kannst du eben einfach mal bei Netflix oder so schauen, was du da so für Serien oder Filme findest, die dir das gleiche Gefühl geben. Es gibt im Moment, habe ich das Gefühl, total viele Neuerscheinungen auch. Also es gibt unendlich viele Serien und Filme aus Skandinavien. Da solltest du also auf jeden Fall fündig werden. Was mir jetzt so aus dem Kopf einfällt, was jetzt neu rauskam, ist Kastanienmann. Ich glaube, der kommt aus Dänemark. Ich werde ihn aber wahrscheinlich eher nicht gucken, weil ich nämlich meiner Mama das Buch zum Lesen gegeben habe und sie hat schon gesagt, dass es ziemlich hart war. Und das ist so eine, ich weiß nicht, ob das als Krimi oder Horror zählt.
Vielleicht der Krimi. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall bin ich mir noch nicht sicher, ob ich mir den anschauen werde. Aber ich sehe gerade bei den ganzen Skandinavierinnen, dass sie den alle schauen. Also das ist wahrscheinlich so der neueste Film oder die neueste Serie, die gerade rauskam. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist ein Film. Da kannst du natürlich auch das Buch lesen. Oder was ich jetzt auch mitbekommen habe, ist Young Royals oder Ragnarök oder keine Ahnung. Es gibt total viele Serien und Filme von Skandinavien auf Netflix und ich würde vorschlagen, dass du da einfach mal schaust. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren auch Lillehammer geschaut und war da auch wieder total so im Norwegen-Feeling. Also es hat sich genauso angefühlt wie zu der Zeit, wo ich damals war. Deswegen ist das ein großer Tipp, einfach mal Filme und Serien aus Skandinavien zu hören. Dann der nächste Tipp wäre ein bisschen konkreter. Und zwar kannst du dir Skandinavien auch ganz einfach mit Hilfe oder durch deine Einrichtung zu dir nach Hause holen. Zum Beispiel, mein liebster Tipp wahrscheinlich ist, dass du dir einen Labelmaker besorgst und einfach mal einige Gegenstände in deiner Wohnung oder in deinem Haus auf irgendeiner skandinavischen Sprache beschriftest. Zum Beispiel habe ich das hier so gemacht, dass ich meine ganzen Einmachgläser mit dem Labelmaker beschriftet habe. Also ich habe hier in meinem Esszimmer, sag ich jetzt mal, Schrägstrich Wohnzimmer. Also wir haben alles in einem Raum, Küche, Esszimmer und Wohnzimmer. Also es ist alles ganz offen bei uns. Und da habe ich mir so eine kleine Ecke gemacht, wo ich die ganzen Einmachgläser draufgestellt habe. Da habe ich zum Beispiel meine Haferflocken oder mein Müsli, meine Leinsamen, Reis, Quinoa, alles Mögliche habe ich da abgefüllt und habe mir die Ecke ganz gemütlich gestaltet mit Lichterketten und meine Kaffeetassen hängen da. Und jetzt, wo es bald wieder an die Weihnachtsdeko geht, ich freue mich schon, kommen dann noch so kleine Holzbäumchen hin und so. Also ich sage immer, dass es so meine kleine Hücke-Ecke ist. Und diese Einmachgläser habe ich mir eben auf Schwedisch, Norwegisch und Dänisch beschriftet. Und ja, ich bekomme immer ein Lächeln, wenn ich jetzt morgens mir mein Müsli mache oder einen Kuchen backe oder generell irgendwas mit den Gläsern mache, weil mich das einfach total glücklich macht. Ja, weiß auch nicht, die Gläser zu benutzen, wo eben die skandinavische Sprache meiner Wahl draufsteht. Und so alles schön beschriftet. Und ja, deswegen kann ich dir auf jeden Fall schon mal den Tipp geben, dir vielleicht so einen Labelmaker zuzulegen. Die kosten nicht so viel. Und dann einfach mal in deiner Küche deine Einmachgläser, falls du welche hast, zu beschriften. Oder was ich auch schon gemacht habe, ist in meinem Badezimmer. Da habe ich so ein altes Marmeladenglas, wo ich meine Zahnpasta-Tabletten drin habe. Die habe ich dann auch auf Dänisch beschriftet. Und in meiner Waschküche ist jetzt ein bisschen übertrieben. In meiner Abstellkammer, wo auch meine Waschmaschine steht, sagen wir es so, da habe ich ja, mir Waschmittel zugelegt. Was erkläre ich das denn jetzt? Es ist komplett plastikfrei und das kommt in so alten, auch wieder Einmachgläsern von IKEA. Und das ist eben ja quasi selbstgemacht aus Gallseife und so. Und geruchlos. Und deshalb habe ich dann daneben noch so Glasfläschchen mit ätherischen Ölen, die der Wäsche dann Duft verleihen. Ich weiß nicht, ob sich da jetzt jemand was drunter vorstellen kann. Ich kann es ja demnächst nochmal auf Instagram zeigen. Ich bin auf jeden Fall total begeistert damit und wasche jetzt komplett plastikfrei. Also richtig cool. Und diese ganzen Gläser habe ich jedenfalls auch beschriftet. Also auch da habe ich mein Labelmaker rausgeholt und da alles beschriftet. Und daneben steht noch eine alte Flasche, wo ich Seife abgefüllt habe vom Unverpacktladen. Die ist auch auf Skandinavisch beschriftet. Also ja, ich habe jegliche Gläser, die sich hier in dieser Wohnung befinden, beschriftet auf einer der skandinavischen Sprachen und kann dir das auf jeden Fall auch empfehlen. Vielleicht müsstest du mal schauen, dass du einen Labelmaker nimmst, der auch das durchgestrichene O oder das Ohr, also die norwegischen und dänischen Buchstaben kann, weil meiner kann es nämlich leider nicht. Deswegen bin ich bei den Wörtern, wo es nicht ging, eben auf Schwedisch umgestiegen. Oder du beschriftest einfach alles auf Schwedisch, dann hast du das Problem nicht. Ansonsten ja, müsstest du mal schauen, dass du vielleicht einen Labelmaker findest, der auch
solche Buchstaben kann. Da habe ich leider nicht dran gedacht, als ich mir meinen gekauft habe, aber wie gesagt, man kann ja auch auf Schwedisch umsteigen. Und ja, insgesamt finde ich die Idee ganz schön und gemütlich und eine tolle Weise, um sich ein bisschen Skandinavien-Feeling nach Hause zu holen. Dann, um bei der Einrichtung zu bleiben, könntest du dir natürlich auch den ein oder anderen Design-Klassiker aus Skandinavien zulegen. Das kann zum Beispiel sowas sein wie der Lidator. Das ist so eine Schale aus Keramik von Store Factory, wo du eben bei der Schale dekorieren kannst und dann noch eine Kerze reinstellen kannst. Also ich habe die zum Beispiel auf meinem Esstisch stehen und werde auch regelmäßig danach gefragt. Da könntest du mal schauen, ich finde die, das ist das schönste Deko-Objekt aus Skandinavien schlechthin, weil die kann man nämlich zu jeder Jahreszeit anders dekorieren und sich da richtig ausleben. Und die kostet auch nicht so viel, deswegen wäre das so auf jeden Fall mein Tipp Nummer 1. Du kannst dir aber auch zum Beispiel den Holzaffen von Kai Bojesen zulegen, den hast du bestimmt auch schon oft gesehen. Das ist auch so ein ganz typischer Skandinavien-Klassiker. Ich habe den leider noch nicht hier. Ich weiß auch nicht, ob ich mir, also der hat ja ganz viele Figuren, zum Beispiel auch Vögelchen und alles Mögliche. Vielleicht hole ich mir irgendwann auch mal eine Holzfigur von Kai Bojesen. Ja, auch so eine Möglichkeit, um sich ein bisschen Scandi-Feeling nach Hause zu holen. Ich finde generell sowas wie Kerzenhalter, die gibt es ja von den verschiedensten Marken. Ich kann dir gerne mal in den Shownotes ein paar skandinavische Online-Shops verlinken, wo du da mal schauen kannst und dir da ein paar raussuchen kannst, wenn du möchtest. Es kann aber auch was Größeres sein, wie zum Beispiel das Stringregal, das ist ja auch so typisch skandinavisch, auch ein richtig schönes Regal und ja, wohl das Skandi-Regal schlechthin, also ja, wenn du daran vielleicht Spaß hast, ich kennen mittlerweile richtige Stringregal-Liebhaberinnen, dann kannst du dir das ja vielleicht auch mal anschauen. Oder du holst dir eben den ganz klassischen Holzstuhl aus Dänemark oder das bekannte Knotenkissen aus Island. Vielleicht hast du das ja auch schon mal gesehen. Wenn du magst, kann ich dir alles in den Shownotes mal verlinken. Dann kannst du einfach unten mal drauf tippen, was ich unter Knotenkissen oder Holzaffe meine, falls du dir darunter nichts vorstellen kannst. Es kann aber auch auf jeden Fall was ganz Kleines sein, wie zum Beispiel eine Tasse, denn auch damit kann man schon ein bisschen Skandinavien sich nach Hause holen, zum Beispiel von Design Letters oder von Brüste Kopenhagen oder auch, es gibt so viel schönes Geschirr aus Skandinavien, da wirst du auf jeden Fall fündig und es gibt so, so schöne Tassen, also ich muss mich immer sehr zurückhalten, nicht so viele Tassen zu kaufen. Ja, ich finde aber, Tassen ist so eine kleine und günstige Möglichkeit, um sich ein bisschen Skandinavien-Feeling nach Hause zu holen. Ich jedenfalls mag das immer sehr gerne, wenn ich mir morgens meine Tasse aus dem Schrank nehme und damit schöne Erinnerungen verbinde. Genau. Wo du auch schauen könntest, wo es ein bisschen günstiger ist, ist auf jeden Fall Søstrene Grene. Das ist immer so mein Tipp Nummer 1. Ich mag das immer total, ja, darum zu laufen und ein bisschen zu schmökern. Die haben ja so schöne Sachen und auch für nicht so teuer. Und dann könntest du vielleicht da einfach mal schauen, ob du da vielleicht auch eine Tasse, die haben auch schönes Geschirr oder auch Dekoobjekte, auch schöne Kerzenständer und Lichthäuser und alles Mögliche. Also ich habe fast meine gesamte Weihnachtsdeko von Søstrene Grene und ja, das wäre so mein Tipp Nummer 1. Wir haben hier in Frankfurt auch das Designhaus Stockholm. Ich weiß nicht, ob es das auch in anderen Städten gibt, aber das ist auf jeden Fall für hier jedenfalls auch eine schöne Anlaufstelle für skandinavische Designklassiker. Und ja, was jetzt hier bei mir auch neu einziehen durfte, sind ein paar Dala-Pferde und zwar aus Beton. Die habe ich nämlich netterweise von meinem Bruder geschenkt bekommen. Der macht die nämlich selbst und ja, da bin ich sehr, sehr glücklich und habe direkt was, was mich auch an meinen Bruder erinnern lässt. Also gleich wieder was, was eine schöne Erinnerung hat und ja, dass du halt einfach mal schaust, dass du dir so typisch skandinavische Deko-Objekte vielleicht zu dir nach Hause holen kannst. Eine weitere Möglichkeit, die mit der Einrichtung zu tun hat, sind auch schöne Bilder.
Also entweder holst du dir da Poster, die ein skandinavisches Motiv haben oder so ein ganz abstraktes Motiv. Das ist auch so, also ich sehe das auch oft in den skandinavischen Wohnungen, dass du eben da einfach mal schaust. Bei den meisten Poster-Online-Shops kannst du auch einfach skandinavisch oder so eingeben und dann findest du schon Bilder in dem Stil. Oder was ich auch richtig schön finde, sind Urlaubsbilder, die man sich als Poster drucken lässt. Ich zum Beispiel habe in fast jedem Skandinavien-Urlaub meine Spiegelreflexkamera dabei gehabt, um eben schöne Bilder zu knipsen, die auch eine hohe Auflösung haben, um mir die dann gegebenenfalls als Poster drucken zu können. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt an die Lofoten denke, das ist ja sowieso so das Postkartenmotiv schlechthin, da kann man ja eigentlich an jeder Ecke so ein wunderschönes Foto knipsen. Und da habe ich auch mehrere richtig schöne Bilder gemacht, wo eben so ein typisches rotes Holzhaus vor den hohen Bergen und Klippen und so ist. Also da sind richtig schöne Bildmotive. Ich habe aber auch die Kamera dabei gehabt, als wir in den Niederlanden waren. Da bin ich morgens schon um 6 Uhr irgendwas an die Dünen gegangen und habe da ein paar Fotos gemacht und bin da ein bisschen spazieren gegangen und habe vor allem versucht, Fotos von Möwen zu machen, weil ich irgendwann auf jeden Fall mal ein Möwenbild bei mir zu Hause haben möchte. Wie auch immer, könntest du ja mal schauen, ob du vielleicht noch Bilder hast von deinem letzten Skandinavien-Urlaub oder eben für deinen nächsten Urlaub mal einfach eine Kamera mitnehmen und ein paar Bilder knipsen und die dir dann ausdrucken und die an die Wand hängen und dann hat man auch direkt wieder ein bisschen Skandinavien oder einfach dieses Gefühl von seinem letzten Urlaub, ja, zu sich nach Hause geholt. Ich habe hier zum Beispiel auch Bilder hängen von IKEA und Desenio. Auf jeden Fall so ganz schlichte, wo eben bei dem einen steht einfach Stockholm und bei dem anderen steht Oslo und das ist eine Stadtkarte von Oslo. Sowas finde ich auch immer richtig toll. Das gibt es ja auch von allen möglichen Städten. Da könntest du dir zum Beispiel auch einfach deine liebste Stadt raussuchen und dir das Bild aufhängen. Ich finde das immer richtig schön und vor allem mag ich so Bilder, wo man dann auch mal eine Weile davor stehen kann und eben schauen kann. Also ich gucke total gern, bei welcher Straße was war und so. Also das Poster ist wahrscheinlich so mein Liebstes, was wir hier in der Wohnung hängen haben. Aber es gibt auch bei IKEA richtig schöne und ja, da könntest du ja einfach mal schauen, dass du dir so auf diese Weise ein bisschen Skandinavien nach Hause holen kannst. Ja, dann eine weitere Möglichkeit, um sich ein bisschen Skandi-Feeling nach Hause zu holen, sind Lørdagsgodis. Darüber haben wir ja schon öfter gesprochen, weil es eins meiner liebsten Themen überhaupt ist. Ich finde das skandinavische Konzept der Lørdagsgodis richtig, richtig gut. Falls du nicht weißt, was Lørdagsgodis sind, das sind einfach die Samstagssüßigkeiten sozusagen, weil viele Skandinavier eben nur einmal die Woche so wirklich Süßigkeiten essen, beziehungsweise es nur einmal die Woche so richtig zelebrieren. Und das ist eben samstags oder wie es bei meiner Gastfamilie war, freitagsabends. Wie auch immer, dass du dir einfach ein Moment oder einen Tag in der Woche raussuchst, wo du ganz bewusst ein paar Süßigkeiten isst und dafür quasi eine kleine Süßigkeitentüte zusammenstellst. So würden es zumindest die Skandinavierinnen machen. Und ich habe neulich auf Instagram auch eine Nachricht bekommen, dass ich total darauf Lust gemacht hätte, zum IKEA zu fahren und sich dort so eine Tüte selber zu machen. Und ich finde die Idee so, so cool. Also ich habe auch richtig Lust, mal zum IKEA zu fahren und mir einfach so eine Lørdagsgodis-Tüte zu machen. Wir haben es von hier aus zum Glück nicht so weit zum IKEA. Das ist auch jetzt hier so die einzige Anlaufstelle, die mir einfallen würde, um sich Süßigkeiten Tüten selbst zusammenzustellen. Außer vielleicht bei so einem altmodischen Bäcker, falls du sowas noch hast, der das anbietet, oder bei einem Kiosk. Ja, dass du halt einfach irgendwo hingehst, was es bei dir in der Nähe gibt und dir eine Tüte machst mit deinen liebsten Süßigkeiten und die dann entweder freitags abends oder samstags vom Fernsehen oder bei einem guten Buch oder ich weiß nicht, bei irgendeinem Moment, wo du dir eben einen Moment der Ruhe nimmst, zu genießen und ja, eben so typisch skandinavisch dir das Wochenende damit zu verschönern. Deswegen finde ich die Idee richtig gut und ich freue mich, dass ich dich inspirieren konnte, dir samstags
Süßigkeiten zu holen oder den Samstag bewusst mit Süßigkeiten zu zelebrieren. Was du auch machen kannst, das mache ich auch super gerne, ist, wenn du dir einen Kaffee machst, da einfach ein bisschen Kardamom mit reinzugeben. Also Kardamom ist sowieso das skandinavische Gewürz schlechthin, finde ich. Falls du das nicht kennst, das ist das Gewürz, was immer in den Kanelbullern drin ist. Also das ist auch so der Unterschied zwischen Kanelbullar und Zimtschnecken, weil in Kanelbullar sind oder ist das Kardamom-Gewürz mit drin und das schmeckt man auch raus und deswegen ist das für mich so das typische skandinavische Gewürz. Und wenn du dir zum Beispiel so wie ich den Kaffee in einer French Press machst, dann gibst du einfach, oder Filterkaffee, da geht es auch, dass du dir da einfach den Kaffee machst und dazu ein bisschen Kardamom und vielleicht noch eine Prise Salz, das ist so meine liebste Kombi. Und dann hat man so richtig leckeren Kaffee im Skandi-Stil. Das geht bestimmt auch, wenn du ja einfach so den Kaffee trinkst, also sprich, weiß ich nicht, mit einer Kaffeemaschine, dass du dann einfach da ein bisschen Kardamom reingibst, aber sei vorsichtig und nimm bitte lieber zu wenig als zu viel. Also taste dich da langsam ran. Jedenfalls ist das eine richtig, richtig tolle Möglichkeit, um so dem Kaffee so ein bisschen einen Kick zu geben. Und der schmeckt wirklich richtig gut. Also ich kann es dir sehr, sehr, sehr empfehlen, deinen Kaffee mit Kardamom zu trinken. Und ja, damit hast du dir auch gleich ein bisschen Skandinavien in deinen täglichen Kaffee geholt. Finde ich richtig, eine richtig schöne Möglichkeit. Ja, wenn wir schon bei Getränken sind, können wir auch gleich noch eine Nummer weitergehen. Und zwar zum Backen. Du könntest dir auch einfach mal was Skandinavisches backen, also ein skandinavisches Gebäckstück. Oder eben ein Gebäckstück, was dich an Skandinavien erinnert. Bei mir sind es auf jeden Fall Kanelbullar. Also ich liebe, 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 liebe Zimtschnecken, was wahrscheinlich auch bekannt ist. Ich finde, das ist einfach ein richtig tolles Gebäckstück. Und ja, ich muss sofort an meine Norwegen-Zeit denken, wenn ich Zimtschnecken irgendwo sehe. Genau, also dass du einfach dir ein Gebäckstück backst, was dich daran erinnert. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei dir irgendwas anderes. Es gibt so viele skandinavische Gebäckstücke. Es gibt auch ganz viele Bücher übrigens dazu, so als kleinen Tipp. Vielleicht schaust du einfach mal, dass du so ein skandinavisches Backbuch dir zulegst und dann eben da dich ein bisschen inspirieren lässt oder da dir die Rezepte raussuchst. Ich werde mir jetzt bald ein ganz neues skandinavisches Backbuch bestellen. Freue mich schon sehr drauf. Das ist nämlich dann auch alles vegan. Und ja, ich werde dich auf Instagram oder auch hier gerne darüber updaten, wie das Buch so ist. Und ich freue mich so drauf, dann auch mal neue Sachen auszuprobieren. Jedenfalls, ja, könntest du einfach mal irgendwas Skandinavisches backen oder eben etwas, was dich an deine Zeit in Skandinavien erinnert. Und passend dazu, ist vielleicht ein bisschen spezieller Tipp, aber ich habe schon Nachrichten bekommen von einigen von euch, die das auch nachgemacht haben. Und zwar ist es, wenn du ein Brotbeutel hast, also mit dem du Brötchen holst oder dir ein Brot holst beim Bäcker oder irgendwie sowas, dass du dir da das norwegische, dänische oder schwedische Wort für Brot draufsticken lässt. Ich habe das natürlich wieder von meiner Mama machen lassen und bin sehr, sehr dankbar dafür. Und jetzt steht auf meinem Brotbeutel, der vorher einfach nur ganz schlicht beige war, einmal schräg groß drauf Brör. Und jetzt habe ich einen Brotbeutel im Skandi-Stil und finde ihn richtig cool und ich mag diesen minimalistischen Look. Und ja, deswegen große Empfehlung, falls du die Möglichkeit hast, dir auch sowas draufsticken zu lassen, dann nimm dir doch einfach deinen schlichten Brotbeutel oder den Jutebeutel oder irgendwas und stick da ein skandinavisches Wort deiner Wahl drauf. Ich könnte mir das tatsächlich auch gut vorstellen, dass ich mir einfach mal einen ganz schlechten Jutebeutel zulege und mir da von meiner Mama auch irgendwas Norwegisches oder Nordisches draufstecken lasse. Und wenn es nur einfach Hey ist, also so ganz schlicht und minimalistisch gehalten, auf jeden Fall finde ich die Idee ganz cool. Und falls du nicht die Möglichkeit hast, dir das selbst zu machen, dann kann ich dir nur empfehlen, mal bei Etsy vorbeizuschauen. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Shops, die so Zeugs eben machen. Genau, dann was ganz akut gegen Fernweh hilft. Das habe ich jetzt festgestellt, denn ich war ja, wie gesagt, jetzt schon wirklich lange nicht mehr in Skandinavien, habe dementsprechend sehr, sehr großes Fernweh.
und habe das sehr genossen, auf Instagram mir Stories von Leuten anzuschauen, die entweder gerade da Urlaub machen oder eben da wohnen. Da ich ziemlich vielen Leuten folge, die auch so Skandinavien-Fans sind wie ich, ist eigentlich ständig irgendjemand in Kopenhagen unterwegs. Ist mir zumindest aufgefallen, dass viele nach Kopenhagen dieses Jahr gereist sind. Und somit habe ich immer so ein bisschen, so ein paar Einblicke in diese wunderschöne Stadt. Und das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Deswegen, weiß nicht, kannst du dir einfach mal schauen, dass du vielleicht auf Instagram ein paar Leuten folgst, die entweder dort wohnen oder die da gerade Urlaub machen oder so, und dir dann die Stories anzuschauen und dir schon mal die Cafés zu merken, die sie empfehlen und ja, all sowas. Und ich finde, das macht richtig gute Laune und mir tat das richtig gut, mir die ganzen Stories anzuschauen und freue mich immer, wenn irgendjemand, dem ich da folge, verkündet, dass er bald nach Skandinavien reist. Genau. Und so als letzte Möglichkeit habe ich mir noch hier notiert, dass du dir Kleidung kaufst von skandinavischen Marken. Ich habe zum Beispiel mir bei Vinted so einen Filter eingerichtet, dass ich immer mitbekomme, wenn etwas von skandinavischen Marken hochgeladen wird. Darüber habe ich auch schon mal eine Folge gemacht. Also falls du wissen möchtest, was so typisch skandinavische Marken sind, kannst du ja da gerne mal reinschauen und dann vielleicht Secondhand einfach mal schauen, ob du vielleicht Kleidungsstücke von der jeweiligen Marke findest. Ich habe mir jetzt gestern zum Beispiel erst kam hier eine Wollmütze an von Mads Nørgaard und da steht dann vorne drauf Mads Nørgaard und Copenhagen. Und die finde ich sehr, sehr schön und die macht mich sehr, sehr glücklich. Und genau deswegen wäre das auch noch so ein kleiner Tipp, um sich ein bisschen Skandinavien nach Hause zu holen. Ja, es gibt bestimmt noch mehr Möglichkeiten, aber das waren jetzt so die, die ich in mein Leben ganz gerne integriere. Und vielleicht war ja was für dich dabei, dass du auch gerne für dich mal ausprobieren möchtest und was bei dir auch ein bisschen dann das Fernweh stillt. Und ja, falls du noch weitere Tipps hast, kannst du mir immer sehr gerne schreiben. Entweder auf Instagram, da findest du mich unter nordbewusst, oder du schreibst mir einfach eine Mail an hey@nordbewusst.de. Egal wie, freue ich mich immer sehr, sehr über Nachrichten von dir. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch gern weiter. Das freut mich immer sehr. Oder hinterlass mir eine positive Bewertung bei iTunes. Und ja, dann hoffe ich, dass du dir auch ein bisschen Skandinavien nach Hause holst und dass du gesund bleibst und eine schöne Zeit vor dir liegt und dass wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, hi, hi.